Hallo, herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Ich starte gleich mal ins Thema, denn ich finde dieses Thema wahnsinnig wesentlich und wichtig. Und das ist ein ganz simples Thema. Komm nicht mit unsichtbaren Problemen zum Energetiker. Ich erlebe es in meiner Branche leider immer wieder, dass Leute mit Gefühlen und an Vermutungen daherkommen, die dann in irgendeine energetische Worthülse umschlungen sind. Zum Beispiel, ich habe da eine Besetzung, mein drittes Auge ist nicht geöffnet, ich bin so schlecht geerdet. Das sind Begriffe, wo man alles Mögliche reinfühlen kann. Ja, meine Seele leidet. Das habe ich auch, höre ich auch ganz oft. Das Problem bei der Sache ist, wenn du mit einem unsichtbaren Problem zu einem Energetiker kommst, dann kann natürlich auch relativ leicht eine Methodik angewandt werden, die auch viel zu weit führt, die immer weiter geht, immer weiter geht, immer weiter geht. Wenn du jetzt immer diesen seelischen Druck verspürst und der Energetiker arbeitet und dann verspürst du ihn wieder und es geht weiter, aber man kann es nicht festmachen, man kann es nicht erden, man kann es nicht konkret messen, hat sich da jetzt was verändert. Wenn jetzt jemand kommt mit zum Beispiel einer Wirbelsäulenbeschwerde und ich kann dann sagen, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel hat sich das verbessert nach der Sitzung, dann ist das klar und konkret nachvollziehbar. Auch wenn jemand sagt, na gut, ich habe Erdungsthemen, wo mache ich das fest? An finanziellen Verhalten zum Beispiel, an gewissen Konzentrationsmängeln. Auch da kann man sagen, okay, hat sich das verbessert? Bist du ruhiger, kannst du ruhiger schlafen? Bist du klarer, hast du dein Leben mehr im Griff? Hast du vielleicht weniger Unsicherheiten, Ängste? Das ist ja messbar. Und deshalb solltest du auch versuchen, deine Themen, mit denen du kommst, auch zu mir kommst, immer bitte konkret zu machen. Schau, dass du immer sagst, wo wirkt sich denn, in welchem Lebensbereich wirkt sich denn das aus? Und das ist gleich eine doppelte Hilfe. Denn erstens einmal, wenn du das selber analysieren kannst und sagen kannst, wo wirkt sich das denn aus und nicht von etwas Unsichtbarem sprichst, von des Kaisers neuen Kleidern, dann machst du ja selber dein Thema schon konkreter und arbeitest selbst schon dran. Und das ist ja schon wichtig, deine eigene Kreativität, deine eigene Selbstheilung wird aktiviert, wenn du dich mit diesen Themen selber auseinandersetzt. Und da brauchst du womöglich dann oft gar keinen Termin. Ich will jetzt die Termine nicht ausreden, bitte. Nicht falsch verstehen, aber denk einfach mal selber über diese Themen auch nach. Also wo wirkt sich konkret etwas aus? Oder wo hast du das Gefühl, wirkt sich ein energetisches Thema konkret in deinem Leben aus? Denn das muss man festmachen können. Das muss irgendwo zusammenhängen. Und wenn kein Zusammenhang da ist, keine Erdung da ist, dann ist das halt ein sehr luftiges Thema, aber das heißt dann auch, da verbessert sich dann nicht unbedingt etwas. Auch wenn du x energetische Sitzungen machst, mach wirklich dir ganz klar, wohin bezieht es sich, wie kann ich es bearbeiten. Und wenn dann eben so das Gefühl ist, okay, du willst das bei einem Energetiker machen, ja dann bitte, dann freue ich mich, wenn du dir einen Termin vereinbarst, aber lass deine Themen nicht nur ätherisch sein. Und nur weil es so etwas wie Energetiker gibt, Energetikerinnen gibt, die dann auch verstehen, ja, ich verstehe, was Seele bedeutet, ich verstehe, was Erdung bedeutet, dann mach dir immer bewusst, es gibt da kein wissenschaftliches Handbuch zur Energetik. Wenn wir jetzt reden, wir reden vom Fingernagel am kleinen Finger, da habe ich ein Problem auf der linken Hand, dann können wir das sofort verorten. So etwas, ein wissenschaftliches Werk, gibt es nicht. Es gibt ganz viele Interpretationen dieser Begriffe. Und deshalb ist es immer wichtig, mit welcher Interpretation, mit welcher Meinung arbeitet denn überhaupt dann auch deine Energetikerin, dein Energetiker. Und nur weil du das eine so sagst und ihr verwendet womöglich denselben Begriff, heißt es nicht, dass der Inhalt ident ist. Also, dass ihr über dasselbe redet auch. Ja, das wäre es eigentlich für heute. Und wie gesagt, ich lade dich dazu ein, konkretisiere deine Themen und dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns mal sehen, bei einem Workshop, bei einer Einzelsitzung. Und ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Genieß diesen
Puh, heißen Sommer, du merkst schon, es rinnt der Schweiß, aber es passt gut. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, ich freue mich natürlich und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dein Oliver Erreny. Tschüss und alles Gute.